Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. So, und ich habe jetzt noch mal kurz gespeichert und mir ist jetzt aufgefallen, ich habe jetzt hier mal noch mal die Questen so ein bisschen durchgeguckt, was wir heute noch machen können. Und irgendwie sind einige Questen wiedergekehrt. Glaub ich. Weil wir sollen jetzt hier noch mal in die Fertigungsanlage und dort die Raider besiegen. Ja, gut. Also, stören tut mich das jetzt nicht. Oh, was ich aber noch nicht gesehen habe, wir haben... Ah, nee, das ist Mist. Das ist Mist. Da müssen wir gleich mal Antibiotika nehmen. So. Und dann essen wir noch mal kurz was und trinken die dementsprechend auch noch mal was. Nehmen wir hier mal ein bisschen was zu uns. Und trinken können wir noch einen Schluck. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir da jetzt noch mal hin. Und räumen da noch mal auf. Also... ist ja auch Loot, so gesehen. Ja, das hoffe ich auch, dass ich noch Fusionskerne übrig habe. Und so weit ist es ja von hier aus eigentlich gar nicht weg. Das war ja eigentlich nur hier schnell einmal hoch. Und da vorne sieht man es eigentlich schon, das große Gebäude. Jetzt will ich mal hoffen, dass da obendrauf jetzt nicht allzu viel ist. Damit wir das auch in einem Rutsch erledigen können. Aber mal gucken. So. Hier sieht auch noch alles ruhig aus. Da oben sehe ich jetzt keinen langlaufen. Gut, ab hier würde ich sagen, fangen wir langsam an wieder zu schleichen. Ja, das ist gut. So, dann wollen wir mal gucken. Der Turm ist da jetzt auch nicht mehr. Okay. Ist ja schon doch ein bisschen merkwürdig. Geh mir nicht auf den Nerv. Ah, irgendwo ist hier aber noch jemand. Das Verstecken ist gerade kleiner geworden. Aber gut, gucken wir uns mal drinnen um. Okay. Scheint sich hier alles resettet zu haben. Ich bin mir doch sicher, dass wir hier schon mal drin waren. Oh. Bringen wir es zu Ende. Das war hoffentlich der letzte. Na, willst du durch die Tür kommen? Da ist nichts. Hey, wer ist da? Wer ist... Krieg dich mal wieder in den Griff. Machen wir mal die Tür auf. Guten Tag. So und so. Na, noch jemand? Gut, dann machen wir wieder zu. Die ganze Aufregung gegen nichts. Na, du brauchst hier aber keine Angst haben. Du bist ja schon tot. Ja gut, dann nehmen wir halt mal wieder so viel mit, wie wir irgendwie können. Aluminium und ähnliches Zeug wird ja gerne mal gesehen. Und das brauchen wir auch relativ häufig. Ist da eine Ecke? Nichts. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wir waren hier schon mal drin.
Na gut. Vielleicht auch nicht. Und selbst wenn, Loot ist Loot. Okay. Muss der hier vorne jetzt auch gleich wieder einer sein? Gleich wegschießen. Hä? Einer ist hier noch. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Oder kann der uns von oben hören? Das könnte natürlich auch sein. Müssen wir aber jetzt ein bisschen leiser sein. Weil wir sind ja eigentlich jetzt hier in verdeckter Mission. Lass mich mal durch, Ada. So. Ich wollte gerade sagen, nix uns noch zu. Dass wir auch ja alles mitnehmen. Wäre ja cool. So, das nehmen wir natürlich auch alles mit. Und ab hier müssen wir jetzt wieder vorsichtig sein. Da steht keiner. Dafür musst du bezahlen. Ich hab was gehört. So. Noch jemand? Scheinbar nein. Ich werd verrückt, ich schwör's. Ja, dann schwör mal. Okay. Gehen wir erstmal hier unten rein. Ja. Zack. Na toll. Kann da nicht gegenschießen. Bezüglich durchschießen. Nein. Doch. Brauchst du gar nicht nein schreien. Wer? Ja, wer? Wo bist du? Ist die Frage. Wieso? Jet wird dich nervös. Hey? Ich höre doch noch einen. Krieg dich mal wieder in den Griff. Ja, genau. Krieg dich mal wieder in den Griff. Weil du hast den Kopf verloren. Erschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Na, wenn du Geister siehst. So, nehmen wir uns hier erstmal alles mit. Keiner, nur ein paar Ghule. Das bringt ja jetzt auch nichts, wenn wir hier so laut sind. Ja, nur ein Geräusch. Mehr ist es nicht. Nur ein Geräusch. So, hier nehmen wir uns auch natürlich alles gerne mit. So. Die Ghule sind ja jetzt versorgt. Hatte ich den hier eigentlich hier vorne? Hatte ich doch auch irgendwo einen erschossen. Ah, scheinbar hatte ich den doch schon gelootet. Kann ich hier rüberspringen? Ja, passt. Dann geben wir mal nur ein Geräusch nach. Ach, hier geht's ja auch noch runter. Dann gehen wir erstmal runter. Mal gucken. Oh. Na, dann machen wir es mal so und so. So. Dann nehmen wir uns hier die Döschen mit. Und hier sagen wir auch gleich guten Tag.
Na, ist hier noch einer? Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Ja, nicht nur noch ein Hinterhalt, ne? So, die Spule nehmen wir hier alle mal aus. So. Oh, Munitionskiste, die abgeschlossen ist. Aber nicht mehr lang. Na, jetzt. Das wär's. Okay. So, 38er Patronen kriegen wir echt zu viel. Viel zu viel. Mann, warum ist jetzt nicht eine gute? Oha. Ja, nur leicht. Da sind die mir hinterhergekommen. Auch mal was Neues. Oh. Hey, Ada. Einmal bitte ein bisschen was für mich aufbewahren. So. Kann ich auch gleich wieder viel mehr tragen. Das dürfte erstmal reichen. Und hier dann noch Schrott. 38 Blechdosen. Und ein bisschen Klebeband kriegen wir wieder. Ja, das heißt, wir können bald wieder einen Protektor bauen. Na hier, die Aluminiumdosen nehmen wir auch mit. Soll ja nicht verschwendet sein. Schachtel Zigaretten und hier sollte ich auch passen, wenn da einer drauf schießt, dann bin ich geliefert. So, dich einmal noch ausnehmen hier. Dein Schminkköpfchen nehmen wir hier auch mal mit. Ja. So viel Drogen brauchst du ja nun wieder auch nicht mehr. Okay. Ja, hier ist nur ein. Na, Ada, bitte. Danke. Ein Fass mit Müll. Und gehen wir erstmal hier rüber. Aber wenn ich jetzt aber hier alles Stahl mitnehme, dann passt das nicht so ganz. Hm? So. Erstmal hier leerräumen hier alles. Das Jet wird dich nervös machen. Ich schätze, sie hatte recht. Ja. Und das hast du ja nicht gehört. Dann gehen wir jetzt wieder hier hoch. Ich muss ja hier irgendwo sein. War extrem nah. Jemand da? Ach, ist süß, du Wurf! Och Mann, ich kann sie wieder nicht treffen und Ada, du stehst wieder im Weg. Na, da kommt er jetzt. Die stehen direkt hinter dir. Hättest einfach weglaufen sollen. Ja, hätte ich machen sollen, aber habe ich nicht. Wir essen mal kurz was. Ich sehe nur deinen Hintern. Gerade. Ah, jetzt hast du ihn. Gut, die haben wir. Sind eigentlich auch wieder voll, aber irgendwo muss hier noch einer sein. Du auch. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Sie werden diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Da gebe ich dir recht, Ada. So. Ah, hier auch nochmal eine verschlossene Kiste. Na, komm. Die möchte ich aufhaben.
Munition. Ein bisschen Bewaffnung. Den Löscher nehmen wir uns auch mit. So, und den Einkaufswagen. Das nehmen wir uns auch mit. Weil es gerade da lag. Dann sind wir ja jetzt schon einmal im Kreis gelaufen. Wir müssen aber, glaube ich, mit dem Aufzug nach oben fahren. Irgendwie so war das. Ja, das ganze Eisen lasse ich jetzt mal hier. Das ist jetzt doch ein bisschen zu schwer. Auch wenn wir Stahl eigentlich dringend benötigen. So, und jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir quasi einmal im Kreis gelaufen. Die Spinde sind leer. Und den Fahrstuhl nehmen wir nicht, sondern wir gehen zu Fuß. Ja. Milchflaschen. Alles schick. Nehmen wir uns alles mit. Und weiter hoch. Besen. Schachtel Zigaretten. Na genau. Und hier muss er jetzt irgendwo der Typ zu finden sein. Da vorne. Ich hoffe, das ist der Richtige. Jared. Ah, jetzt bewegt er sich natürlich. Aber trotzdem erwischt. Okay. Wissen Sie, wohin Sie fahren? Ach nee, das ist Tammys Bluff. Das ist ja... Ah, Ada, ich will dich jetzt nicht treffen. Es könnte ein Gegner in der Nähe sein. Das war aber sehr knapp, Ada. Wo ist der kleine Wichser hin? Ja, der kleine Wichser ist hier. Ich hab was gehört. Ja, was hast du aber gehört? Ist die Frage. Zack. Einer müsste hier noch irgendwo sein. Machen wir aber das Licht aus. Na, wo ist der eine? Ach, da oben, das Geschütz. Na, da dübeln wir aber recht schnell mal weg hier. So, wir sind auch schon wieder durstig, deswegen trinken wir mal einen Schluck. Und dann gehen wir hier nochmal hoch. Stimmt, das war ja für Tammys Bluff, wo wir hierher mussten. Hatten wir das aber nicht schon mal gemacht? Ich kann mich daran dunkel erinnern. Könnte jetzt auch sein, dass es die Aufnahme ist vom Livestream, die ich jetzt denke, dass wir es da schon mal gemacht hatten. Aber ich bin halt echt nicht sicher. Aber eigentlich hatten wir ja hier eigentlich soweit alles leergeräumt. Hä? Vergiss es. Also so leicht nun wieder auch nicht. Sich von hinten nah an mich ranschleichen hier, während ich am Plündern bin. Nee. Ja. Okay, hier war ich wirklich noch nicht. Wenn hier noch ein Grognack-Heft liegt. Dann kann ich ja hier ganz schlecht gewesen sein. Oh, wir sind schon wieder überladen. Ada? Aufgepasst. Ja. Wir wollen dir noch mal ein bisschen was in die Hand drücken. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen was.
So. Dann nehmen wir hier nochmal ein bisschen Schrott. Oh, scheint's jetzt voll zu sein. Das heißt, wir müssen jetzt auch langsam nach Hause. Aber die beiden Raider da hinten, die ich erschossen habe, die nehme ich natürlich gerne noch mit. Denn wir sind ja hier nicht so geizig. Und dann gehen wir hier direkt raus. Ich glaube, das war jetzt ein oberer Ausgang. Von dort aus können wir ja dann sozusagen direkt weitergehen. Und ich hoffe, wir haben jetzt genug Klebeband, dass wir jetzt sozusagen auch Grey Garden jetzt demnächst an die Versorgungsrouten anschließen können. Schön wäre es ja schon. So, zugekettet. Jetzt nicht mehr. Machen wir aber nochmal wieder zu. Ja. Machen wir auf. Hier sehe ich jetzt keinen soweit. Können wir uns hier irgendwo durchbogeln? Moment, war hier nicht mal einer im... Hier hinten drin, ne? So wie es aussieht, nicht, nee. Na, Ada, ich komme sonst nicht wieder raus. Bitte. Ada, ich schieb dich auch gerne ganz beiseite. So. Schießt hier jemand auf mich jetzt? Aber wenn ja, wo, von wo? Ach, da oben. Wir könnten in Schwierigkeiten sein. Nö, sind wir nicht mehr. Ach, da oben wieder. Das war der letzte von ihm. 10 Kilometer drauf. So, gehen wir jetzt mal hier kurz rein. Wir nehmen uns hier auch nochmal Klebeband. Ich glaube, da oben drauf ist noch irgendwo einer. Aber wir mogeln uns jetzt hier einfach durch. Direkt zurück nach Grey Garden. Gucken, ob es hinhaut. Nee, bin ja auch weg. Und schleich mich jetzt nach Haus. Ja gut, passt doch. Und jetzt können wir direkt nach Grey Garden zurückkehren. Das können wir auch ganz normal laufen. Huch. Der ist mir die Maus kurz abhanden gekommen. Und man muss sich ja auch ab und zu mal an der Nase kratzen. Und dann passt das. Jetzt müssen wir eigentlich wieder zurück zu Tammys Bluff, um denen die gute Nachricht mitzuteilen, damit auch die Quest abgeschlossen wird. Und damit wir dann auch in Tammys Bluff bauen können. Aber wir werden jetzt hier erstmal gleich die ganze Zeug schrotten und gucken, ob wir den kleinen Handelsbot jetzt fertig kriegen. Ja, unser kleinen Kampf, unser kleines Kampfhandy. Ne? Ah, jetzt. Wollte gerade sagen, warum lässt du mich nicht raus? So, Ada. Aufgepasst. Dann gib mal kurz alles her, was du hast. So viel herumzutragen, wird sie nur verlangsamen. Ja, das stimmt schon. Aber wir machen davon jetzt die Hälfte wieder kaputt. Jedenfalls alles, was wir nicht brauchen.
Und haben somit auch wieder ein bisschen mehr Material übrig. Auch hier gehen wir nochmal ran. So. Und hier die Raider-Rüstung. Okay, hier haben wir noch Metall. Ja, hier Raider. Und auch Raider. Passt. Gut, dann können wir hier eigentlich schon wieder Zeug reintransferieren. Das, was wir halt nicht brauchen. So. Und hiervon natürlich auch ein bisschen was rein. Alles, was wir nicht brauchen. So, den Jet. Die Happen behalten wir noch. Und hiervon packen wir auch nochmal 4 wieder rein. Die brauchen wir nämlich jetzt auch nicht so dringend. So, Schrott noch mit rein. Und dann haben wir jetzt nur noch eigentlich Munition. So. Was haben wir eigentlich noch? Ah, jetzt habe ich auch die 10 wieder reingepackt, ne? Ja. So, Fusionszellen haben wir eigentlich ein paar benutzt, aber so viele jetzt nun wieder auch nicht. Und uns geht auch langsam die Fusionskerne aus. Na gut. Stimmt. Powerrüstung wollte ich noch reparieren. Warum gucke ich denn drauf? Und frage mich, was ich jetzt da wollte. Haben wir mal ein bisschen was abgekriegt. Zwar nicht viel, aber ein paar Kratzer. Die halt jetzt auch nicht in Not tun. Und dann... Stimmt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier den Kampfhandy nicht vervollkommnen können. Und zwar den rechten Arm. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Ach hier, Clown. Rechte Automatiklese. Was fehlt? Eine Glasfaseroptik. Nee, Streulaser. Feuert mehrere Laserstrahlen auf verringerte Position, mangelhafte Reichweite. Nur warum eigentlich nicht mal eine zweite Waffe? Und die hatten wir eigentlich auf der anderen Seite auch. Aber wir nehmen mal hier so einen Streulaser. Das dürfte eigentlich reichen. Und dann würde ich sagen, ist der ja auch soweit fertig, diese oder? Diese Einheit ist bereit für den Dienst. Oh. Da fällt mir... Da ist noch nicht alles... gemacht worden. Hier fehlt nämlich noch eine Armrüstung. Er braucht ja schon ein bisschen mehr Lebenspunkte. Auch wenn er jetzt nicht so einen weiten Weg absetzt, aber... Okay, jetzt sieht das schon halbwegs besser aus. Dann müssen wir einmal in den Baumodus rein. Versorgungsroute und du gehst zum Dive. Okay, das akzeptiert er auch. Und schwuppdiwupp geht er los. Das dürfte jetzt bedeuten, wir haben jetzt hier mehr Ressourcen zum Basteln. Dann gucken wir mal, ob wir noch einen neuen Herrn fischen. Ja, können wir sogar. Wunderbar. Dann brauchen wir jetzt hier. Protektron wollte ich ja überhaupt nicht machen. Wir müssen erstmal den Torso anfangen. Wie dann Mr. Handy. Dann müssen wir eigentlich die Arme müssen wir ja jetzt wegmachen. So. Und den rechten Arm natürlich auch. So. Beine muss eine Schubdüse her.
So, die Schubdüse können wir auch gleich frisch ansetzen. Schubdüsenarm. So, einmal Mr. Handy. Zweimal Mr. Handy. Ein drittes Mal geht nicht, weil kein Kleber mehr. Gut, es fehlt mal wieder der böse, böse Kleber. Und du bist jetzt nur so halb erstellt. Na gut, gucken wir hier mal, was wir hier noch machen können. Es fehlt überall aber blöder Kleber. Das ist schade. Na gut, dann können wir dir aber wenigstens noch eine Farbe geben. Eine Stimme und eine Farbe. So, die hatten, glaube ich, so eine helle Piepsi-Stimme, oder? Dann kriegst du hier auch so eine helle Piepsi-Stimme. Und Farbe haben die Arbeiter. Ja. Ja, braune brauche ich eigentlich nicht machen. Sollten sich aber, glaube ich, auch ein bisschen absetzen. Also geben wir dem mal eine gelbe Farbe. Die man jetzt sowieso nicht sieht. Ja, das könnte... Ich kann dich zwar nicht verstehen, aber wir werden schon gut miteinander auskommen. Ehrlich gesagt muss ich nochmal weg. Bis später. Okay. So, und jetzt probieren wir mal aus. Er hat jetzt eigentlich einen Arm. Warum ich immer hier Shift drücken will. So, wir können dich ja jetzt eigentlich auch befehligen. Und zwar möchte ich bitte, dass du hier... das übernimmst. Du bist jetzt auch einer der Arbeiter. Und das tut er auch. Der tut gleich alle bestehlen hier, oder wie? Ja, das passt doch. 40 Essen ist eigentlich ein guter Schnitt. Auch wenn er keinen Bock hat, da jetzt irgendwie woanders hinzugehen. Ich glaube, das ist ein bisschen blöd, weil er kein Auge hat oder so. Aber na gut. Kann man ja jetzt nicht ändern. Er versucht jetzt auf dem direkten Weg. Soll ich den vielleicht den Weg frei bauen? Erstmal so. Nee? Hilft nicht. Den hier weg. Auch nicht. Hm. Na gut, dann kann ich es ja auch nicht besser machen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet dann auch wieder ein. Bis dann.